So, willkommen zu meinem Part Pokémon Let's Go Pikachu. Hier in diesem Kampf hier stehen geblieben, weil ja, ein bisschen die Zeit übersehen im letzten Part. Tieflag sollte mich jetzt nicht umbringen und mit Megasaur sollte ich mich jetzt wieder einigermaßen voll heilen. Ja, das geht eigentlich, würde ich behaupten. Auch ein Tiefschlag kann ich einstecken. Einfach wieder voll heilen. Glurak auch noch ein Level Up, sehr schön. Ein Entoron. Da bleibe ich natürlich drin. Ich meine, einmal voll heilen ist auch wieder mal eine schöne Sache. Nein. Ja, getankt. Easy. No risk, no fun. Das hätte jetzt auch schief gehen können. Ich meine, ich wusste zwar, dass es Psychoattacken beherrscht, aber ja gut. Dachte eigentlich, dass ich auch schneller bin. Fünf silberne Nanabären. Einfach mal easy unsichtbar liegen sehen. Ja. Hab ich gerochen, meine Freunde. Guckst du auch woanders hin? Anscheinend nicht. Ich muss da hoch. Um darüber zu kommen. Ja. Dann kämpfen wir halt gegen dich. Normales Evoli dürfte ja eigentlich nicht sehr kein sehr großes Problem darstellen, oder? Außer natürlich, es tankt ein Megasaurier. Aber jetzt reicht auf jeden Fall ein Absorber. Und was hast du noch? Ein Snobbly Cat. Los, Pikachu! Probier mal mit Doppelkick! Zu wenig Damage. Ah, aber es setzt nur Kreideschreier an, das passt. Easy. Meine Verteidigung kann noch so sehr sinken. Solange mich nicht angreift. Wahrscheinlich mal lande ich jetzt einen Crit, oder? Lächerlich. 0,38, sehr schön. Auch mehr bis Level 50, also bin ich ein bisschen unterlevelt für das, was sie mir geworfen. So, dann einfach den Pokéball hier nehmen. Hyperheiler? Okay. Nehme ich und hau wieder ab. Da muss ich
Muss ich hier runter? Wo muss ich hier runter? Jetzt zur Route 14. Alter. So viel AP habe ich nicht mehr. Es ist aber nicht mehr weit, was ich weiß. Scheiß drauf. Die paar Kämpfe gehen auch noch. Ich will jetzt nicht unnötig hier zurückreisen zum Pokémon Center. Dich und dein Tauboga krieg ich doch nicht mit Giflo down. Da brauche ich schon anderes. Ich muss aber schon fast meinen Glurak dafür opfern, um mein Pikachu ohne Probleme reinholen zu können. Oder du willst ein Tauboga-Battle? Das könnte ich verlieren. Und zurückgeschreckt, meine Freunde. Und zurückgeschreckt. Alles klar. Das geht natürlich auch. Pikachu! Es müsste jetzt theoretisch der Britzel Turbo mehr als ausreichend sein. Ja. Dem Crit auf Nummer sicher gehen. Ein Ibitak, kriege ich das auch noch down? Wenn ich als erstes angreife, auf jeden Fall mit Donnerblitz, aber mit dem Britzelturbo wahrscheinlich nicht, deshalb. Ja, richtig, greife ich jetzt erst an. Ja. Sehr gut, dass ich hier die Initiative verstärkt habe. Ein paar Tränke einsetzen hier. So, einmal das Glurak voll heilen. Sprudel halt 50. Limonade halt 70. Supertrank müsste 60 ein, oder? Ja, das braucht nämlich Pikachu genau. So, dann habe ich hier noch zwei Sonderbonbons. Drei sogar. Dann belebe ich alle drei wieder. Georg mit dem Risikotackle, nein. Tauboga. Das entwickelt sich auch, oder? Yep. Lächerlich.
Ein Tauboss. Ein Tauboss brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, ne? Auf der Jagd nach Beute fliegt es mit einer Geschwindigkeit von bis zu Mach 2. Seine mächtigen Klauen gelten als gefürchtete Waffe. Mach 2. Doppelte Schallgeschwindigkeit. Gut. Spezialangriff erhöhen. Einmal bei Yifloor. Und einmal bei Pikachu. Hypertrank, sehr schön. Nein. Siehst du mich? Eis! Fucking ob. Ach, Mann, ey. Ich hab dir doch nichts getan. Ein Aquana, okay. Das nehme ich dankend an. Mein Giflor braucht eh ein bisschen Heilung. Alles klärchen. Ein Tanky Aquana. Mit Aurora-Strahl, natürlich. Mit einer Eisattacke. Könnte ich jetzt vielleicht so Max Damage kriegen? Nein, kriege ich natürlich nicht. Ja, danke sehr. Ach so, und jetzt bist du auf einmal schneller als ich, oder was? Wo hast du den Speed Boost auf einmal her? Als ob wir gleichen. Ich hatte von dem Game ja auch 24/7 verarscht, oder? Normales Annahme kriege ich sicherlich so nicht down. Blurak, da musst du irgendwas tun. Ich weiß da nicht was, aber du musst irgendwas tun. Weil gegen ein normales Sandama kann ich wenig machen. Ja, nicht Drachenwut am besten, ne? Auch wenn das halt sehr tanky ist. Ist das noch das Beste, was ich machen kann? Feuerbügel? Geht natürlich daneben! Wieso denn auch nicht? Geht eh alles daneben, was ich einsetze. Und stirb einfach, Kyurak. Kein Bock hast, den Gegner zu treffen, dann stirb einfach.
Es ist einfach nur fucking lächerlich. Einfach nur lächerlich. Überlebt doch gleich mit einem HP, oder? Willst du nicht den Fred mein komplettes Team auseinanderficken? Danke. Du kannst gleich sterben gehen, Dodri. Hypertrank. Einfach nur durch. Gucken, ob hier oben der ist. Professor Assistent, okay. Wenn er sagt, ich sehe da, soll dir ein tolles Item geben, wenn du willst. 50 Pokémon hatten. Ich glaube nicht. Vielleicht nicht. Wie? 44, alles klar. So, dann hier in Fuchs sollte ich dir jetzt erstmal meine Pokémon heilen. Sobald wir das Pokémon Center finden, was hier unten ist. Sein müsste. Achso, ja, das ist ja das, wo man einmal rundherum muss, weil es ja so witzig ist, einmal im Kreis zu fliegen. Wenn die Wege noch immer breit genug wären, dass ich nicht Chlorid die ganze Zeit weg und wieder auspacken müsste. Nimm sie mal in deine Obhut, ja. Mach das mal. Naja, ich könnte mal gucken, ob hier drin wieder irgendwer eine Alola-Form tauschen will. Das war ja bis jetzt, glaube ich, in fast jedem Pokémon-Center so. Jetzt nicht so wie ein Knogger auf eine Bombe. Habe ich eins? Ich hab doch kein Knogger, nein. Plätschersurfer. Was zur verfickte Hölle ist das? Mit einer großen elektrisch aufgeladenen Welle an. Das Ziel wird eventuell paralysiert von einer Wasserattacke. Alter Plätschersurfer! Why? Im Go-Park. Stimmt, könnte ich mal machen. Ich könnte mich mal mit Pokémon Go verbinden, ne?
Weil die ganzen Pokémon, die ich in Pokémon Go habe, hier übertauschen, ja, dann habe ich den Pokédex auf jeden Fall voll. In Pokémon Go habe ich den Pokédex voll. Zumindest fast voll. 99% voll. Zumindest was die erste Gen angeht. Gut. Gucken, was die Arena so für Level hat. Ob man da schon mithalten kann. Pokémon zu entdecken. Die Treue Arena auch nur für jeden Trainer, der einen Schicksalspfad sich mit denen viele Pokémon gekreuzt haben. Diese Arena musst du mir beweisen, dass du mindestens. Was siehst du? Dein Ernst? Alles Klärchen? Okay. Wahrscheinlich. Wir müssen anscheinend erst ein paar Pokémon fangen. Ein bisschen was können wir in den Partner machen. Ich meine, wir haben zwar jetzt schon 22 Minuten Dauer. Ein bisschen hier zurückgehen und teammäßig. Ifla und so. Ja, ich meine, das. War das gerade ein Dufla? Dass ich da reingerast bin. Ein großartiger Wurf. Wieso nicht immer so? Ja, du mich auch, Spiel. Ja, es war eh wieder klar. Großartig. Ich werfe gerade nach vorne. Jetzt hätte es funktioniert, jetzt greift es an. Großartig. Nein, es bricht schon wieder aus. Vielleicht mir einfach fabelhaft. Wieso denn nicht? Ich will jetzt. Ah, verkackt. Es wäre lächerlich, wenn es jetzt drin bleiben würde. Aber immerhin, noch flüchtet es nicht. Hauptsache, wenn ich den Kreis nicht treffe. Du mich auch, Spiel. Da oben ist ein Amad! Amad, komm runter! Komm hier runter, Amad! Oh yeah! Oh yeah! Wo haben wir meine Hyperbälle? Meine Freunde? Du kommst her! Du gehörst mir! Aber sowas von. Finde ich einfach geil, das Vieh. Hat zwar keine Entwicklung oder so, aber. Ist einfach ein cooles Pokémon, finde ich.
Werde ich jetzt zwar nicht in mein Team mit reinnehmen, aber einfach so, ich finde es ziemlich geniales Pokémon. Berührt man die staubartigen Schuppen auf seinen Flügeln, heften diese sich hartnäckig am Körper an und sondern darüber hinaus Gift ab. Käfergift. Dann fahren wir in Taubsee, es bringt auch ein bisschen Erfahrungspunkte. Ups. Ich werfe mir Hyperball auf den Taubsee. Eieieiei. Hat keiner gesehen. Ich habe gerade erst einen Taubsee mit dem Hyperball gefangen. Eieieiei. Leute, wir müssen erstmal die Aufnahme beenden. Das war ein Anzeigebug. Ich habe doch keinen Hyperball für den Taubsee verschwendet. Leute, Anzeigebug. Das hat keiner gesehen. Wir werfen weiterhin Pokébälle auf Viecher, die wir nicht brauchen. Vor allem Viecher. Auf Pokémon, die wir nicht unbedingt brauchen. Versuchen dabei nicht großartig weiterhin zu fettfingern. Hoffe einfach, dass das Vieh drin bleibt und wenn nicht, dann halt nicht. Irgendwie müssen wir diese Pokébälle auch mal loswerden. Alter, wie ich die Bälle werfe. Die kommen von links rein und fliegen rechts rüber, obwohl ich einfach gerade drauf schieße. Ja, genau. Großartig. Ja, geht doch. Schön. So, vielleicht mal ein paar Pokémon fangen, die wir noch nicht haben. Oder halt ein paar Trainer jetzt einfach besiegen. Den einen Trainer würde ich sagen, machen wir noch. Dann war es wieder für den Part. Dann gehen wir im nächsten Part hier die Route zurück und gucken einfach, machen ein paar Trainer, fangen vielleicht ein paar Pokémon und ja, das wird nichts, wenn ich so weitermache. Pikachu, da musst du ein bisschen aushelfen. Einmal Donnerblitz und weg. Wahrscheinlich gegeneinander pfeifen, oder? Mhm. Hey. Die eine Schönheit hier besiegen wir auch noch. Weil dann haben wir ziemlich genau 30 Minuten oder vielleicht ein bisschen höher. Das passt dann. Fukano, was ist mit euch? Warum habt ihr alle Pokémon, die meinem Gifloor irgendwie keine Chance lassen? Los, Pikachu! Wir wollen jetzt mal deine neue Attacke Plätscher! Surfer sehen. Mal gucken, wie die aussieht. So. Plätscher Surfer. Gut. Also alles von der ersten Gen. Pikachu auf dem Surfboard. Pikachu mit Luftballons. Warte mal, gab es da nicht noch irgendwas? Ich bin gerade überlegen, ob es da nicht noch irgendwas in der ersten Gen gab.
Noch in so eine Event-Attacke. Fällt jetzt so gerade keine ein. Ich glaube, das waren eh nur die beiden. Wie hießen die damals, glaube ich, anders oder keine Ahnung. Bin mir jetzt nicht sicher. Wie viel Vulkano hast du eigentlich? Drei, okay. So. Dreimal Plätschersurfer. So, heute würde ich sagen, war es das mal wieder für diesen Part und für meine heutige Aufnahmesession. Und ja, würde ich sagen, bis dann und auf Wiedersehen.